willkommen wieder bei Stella Tarot. Ich freue mich, dass du hier bist und hab dir wieder dein Wochenorakel mitgebracht. Diesmal mit dem Thema, welches Glück erwartet dich? Ich habe dir wieder drei Stapel vorbereitet. Bitte wähle ein oder mehrere Stapel aus. Hör da ganz auf deine Intuition und bedenke, dass es ein Kollektiv-Reading ist. Nicht jede Botschaft muss für dich sein. Hör da bitte ganz auf deine Intuition. Was in Resonanz geht, ist für dich und was nicht, ist nicht für dich. Wir beginnen jetzt auch direkt mit Stapel 1. Ich hoffe und wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Wochenstart. Herzlich willkommen bei deinem Pick a Card. Ich freue mich, dass du hier bist. Du hast dich ja für diesen wunderschönen Stapel entschieden und für die Königin der Stäbe und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei deinem Wochenorakel. Mit der Königin der Stäbe geht es ganz viel um dein eigenes Charisma und um deine eigene Magie. Also, welches Glück erwartet dich? Es kann sein, dass du nächste Woche einen Kreativschub bekommst, dass du wirklich so neue, inspirierende Ideen bekommst, dass du etwas erlebst, was für dich ziemlich inspirierend ist, also was dich auch begeistert. Es kann ja sein, dass du was unternimmst oder dass du mit einem Menschen sprichst oder dich triffst, wo wirklich so, ja, wo du deine Flamme merkst, wo du wirklich begeistert bist, wo ihr vielleicht ein ganz anregendes Gespräch führt oder du auch für dich selber vielleicht, wenn du auch mit dir bist, vielleicht auch meditierst oder einfach auch mit dir bist und dir neue kreative Ideen einfach als so Geistesblitze kommen und du vielleicht jetzt auch sowieso schon ein Projekt im Kopf hast oder was Neues, was du vielleicht hobbymäßig ausprobieren möchtest oder auch beruflich irgendwie da was Neues am Kreieren bist. Also ich bekomme auch irgendwie so rein, eine Website, an einer Website zu arbeiten, sie zu erweitern oder eine zu erstellen oder auch Bilder zu malen, zu singen, habe ich gerade gehört, Grafiken zu erstellen, aber auch irgendwie ein neues Konzept, also dass du irgendwie eine neue Idee auch für deinen neuen Lebensweg hast oder irgendwie neue Ideen für deinen zukünftigen Lebensstil bekommst und dass da echt Dinge sind oder Ideen reinkommen. Es hat irgendwie so viel mit Ideen zu tun, die dich echt begeistern und die dir so dieses Gefühl geben, ich weiß langsam, wie die Richtung weitergeht oder wie ich das vielleicht umsetze, einen Traum, den ich habe oder ein Ziel, was ich habe. Und es geht ja aber auch darum, für dich noch mehr in dieses Bewusstsein zu kommen, wie magisch du bist und wie charismatisch du bist. Und es kann auch sein, wenn du in der Königin der Stäbe-Energie bist, also vielleicht bist du auch ein Feuerzeichen, Widder, Schütze oder Löwe, vielleicht hast du da starke Besetzungen in deinem Geburtshoroskop, dass du auch merkst, wie magnetisch anziehend du nächste Woche bist und dass Menschen von dir fasziniert sind und dass du vielleicht auch sehr hilfreiche Menschen nächste Woche in dein Leben ziehst. Wow, wir schauen mal weiter. Du hast hier das Quadrat mit einer herausfordernden Situation und einen Berg, den es zu erreichen gilt. Und ich bekomme hier rein, dass du nächste Woche eine Problematik, eine Herausforderung, die dich jetzt lange Zeit beschäftigt hat, du nächste Woche dafür die Lösung findest. Das ist ganz stark da, dass du wirklich oben auf den Berg angekommen bist und klarer siehst und eine Lösung für das Problem findest. Schauen wir mal weiter, womit das was zu tun hat. Du bist Maya, vielleicht heißt du auch Maya oder eine besondere Person in deinem Umfeld heißt Maya. Mit der Wahrheit. Ich blicke durch den Schleier der Illusion und erkenne die Realität. Und genau darum geht es. Nächste Woche wirst du etwas erkennen durch einen Geistesblitz, der eine Illusion
zerplatzen lässt. Also etwas, wo du dir irgendwie selber gesagt hast oder es von außen vielleicht auch andere Menschen dir eingeredet haben oder eine berufliche Situation es vielleicht ist oder eine Situation zu Hause oder eine Situation, ein Problem vielleicht auch einfach mit einem anderen Menschen oder mit einem eigenen Muster, was du hast. Du durchblickst das und du verstehst, dass das dass die Lösung da ist, dass du die Lösung bist und dass da ein Problem war, was du nächste Woche nicht mehr als ein Problem ansehen wirst, weil du diese Lernaufgabe nächste Woche beenden sollst. Wow, und da echt eine Wahrheit, also für manche ist es auch, dass du eine Wahrheit über dich selbst erkennst, was du dir vielleicht erzählt hast, was nicht stimmt, aber für andere ist es auch in Bezug auf einen anderen Menschen, dass du einen Menschen jetzt klarer siehst, wie er wirklich ist. Wow, schauen wir noch in deine letzte Karte. Du hast die Portalkarte. Türen werden geöffnet und du entscheidest, Belohnungen warten auf dich und das ist die Wildcard. Also hier geht es wirklich darum, für dich mutig zu sein und durch ein Portal, also durch eine neue Tür zu gehen, die dein Leben verändern wird oder die Sicht auf dein Leben verändern wird. Und nächste Woche ist es soweit, dass du, man kann das auch bezeichnen, als dass du einen Timeline-Shift wirklich durchmachst und dass hier ein ganz großes Level-Up passiert, energetisch für dich, so dass du in eine neue Zeitlinie gehst und wirklich eine neue Realität für dich am Kreieren bist. Wow, das ist eine richtig machtvolle Woche für dich. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich bin total geflasht davon. Ich schicke dir jetzt ganz viel Love and Sunlight. Wünsche dir eine wundervolle Woche. Und also wenn das mal nicht Glück ist, weiß ich auch nicht. Ja, und freue mich aufs nächste Mal mit dir. Mach's gut. Lieber Stapel 2, herzlich willkommen zu deinem Pick a Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem Wochenorakel. Wir schauen uns an, welches Glück dich erwartet. Und du hast halt schon dich für das Zebra entschieden und damit für den Ritter der Kelche. Und das sind immer so richtig hilfreiche Soulmates, Seelengefährten, Freunde, Familienmitglieder, die es richtig gut mit dir meinen oder richtig gute Arbeitskollegen oder Chefs, Chefinnen. Also das sind Soulmates oder ein Soulmate, der dir nächste Woche, also jetzt egal ob Frau oder Mann, dir helfen möchte oder ja, Menschen oder ein Mensch, mit dem du nächste Woche dich sehr verbunden fühlst. Also für manche kann es sein, dass du jemand Neues kennenlernst nächste Woche. Für andere ist es aber, dass das schon jemand ist, den du wertschätzt und der dich wertschätzt, egal, also es kann für einen romantischen Partner, Partnerin stehen, Freundschaft, wie gesagt, oder Familienmitglieder oder ein Arbeitskollege, Arbeitskollegin, Chef, Chefin, Kooperationspartner, auf jeden Fall ein Mensch, wo sehr viel Wertschätzung gegenseitig auf beiden Seiten halt ist und wo man freundschaftliche Gefühle entweder füreinander hat oder romantische Gefühle füreinander hat. Und dass da jemand nächste Woche eine große Rolle für dich spielt, entweder weil du vielleicht jemandem hilfst oder der dir hilft oder ihr was Schönes zusammen erlebt. Und hier geht so viel um Wertschätzung, um Support, um Hilfe. Also es kann auch einfach sein, dass du nächste Woche erlebst, dass ein Mensch oder mehrere Menschen einfach was Liebes für dich machen oder dich vielleicht überraschen oder einfach wirklich dir beistehen oder ja, auch wirklich vielleicht was echt Liebes, Tolles machen, dir was schenken. Also das so die Energie und dass es so auf Gegenseitigkeit beruht und du aber auch jemanden was Gutes tun möchtest und sehr dankbar für diese Verbindung bist. Schauen wir mal weiter. Du hast hier den südlichen Mondknoten und das ist bestimmt, es loszulassen. Also für manche bekomme ich hier auch rein, dass es aber auch im Gegensatz dazu noch eine Thematik mit einem Menschen gibt,
mit dem du dich früher sehr verbunden hast, also gefühlt hast, oder du familiär mit demjenigen verbunden bist oder freundschaftlich oder eben auch ein Arbeitsumfeld, aber wo du mittlerweile merkst, das ist jetzt halt nochmal ein anderes Thema zu dem, was ich eben angesprochen hatte, wo du merkst, dass es Zeit ist, aus dieser Verbindung rauszugehen, weil es deinem früheren Mustern gedient hat und auch deinen Past Lives, weil der südliche Mondknoten steht auch immer für Past Lives, also für die vergangenen Leben, für die eigenen Fähigkeiten, für die eigene Komfortzone, die man aber ja im Laufe seines Lebens verlassen soll und sich zum nördlichen Mondknoten entwickeln soll, weil das ist deine Bestimmung außerhalb der Komfortzone, wo du dich hin entwickeln sollst. Und hier ist etwas, was losgelassen werden darf. Und bei dir hat das, ist das aber verbunden mit anderen Menschen oder mit einem Umfeld mit anderen Menschen, wo du immer mehr erkennst, ich entwachse dem. Das sind Muster oder hier die Art, wie ich mit einem anderen Menschen oder mit mehreren anderen Menschen bin, das passt nicht mehr zu meiner Energie. Und es kann auch sein, dass vielleicht auch jemand dich nächste Woche kontaktiert. Vielleicht auch aus der Vergangenheit, aber vielleicht auch jemand Neues, wo du das Gefühl hast, nee, das passt nicht, das ist nicht mehr meine Energie, aber früher hätte es gepasst. Wow, spannend. Schauen wir weiter. Wow, du hast Abundantia mit finanzieller Wohlstand. Geld fließt jetzt mit Leichtigkeit zu mir und ich empfange es mit offenen Armen. Bei dir ist nächste Woche ein Geldthema und das hat was mit alten Mustern bei dir zu tun. Wow, die Geschichte wird immer krasser. Es geht darum, dass du ein Muster hast, was dir durch andere, also vielleicht auch Familie, Freunde, Arbeitgeber, eingeredet wurde, dass Geld nicht leicht zu dir fließt, sondern dass es schwer ist, an Geld zu kommen. Und das möchte nächste Woche von dir aufgelöst werden. Also nächste Woche wäre für dich empfehlenswert, dich ganz, ganz viel mit dem Thema Manifestieren und Money Mindset wirklich auseinanderzusetzen, und da nochmal deine eigenen Glaubenssätze über Geld zu reflektieren, weil deine Blockade aufgelöst werden möchte und du in diese Leichtigkeit geführt werden möchtest. Und ich sehe ja halt zwei Energien. Es gibt einen Menschen oder mehrere Menschen in deinem Leben, die dir dabei helfen wollen, also noch mehr in das Fülle-Mindset zu kommen, die dich dabei supporten, in deinen Wohlstand zu kommen, die dich dabei supporten, in die Leichtigkeit zu kommen. Und Dinge aus der Vergangenheit, die dich behindert haben, die wollen dir dabei helfen, dass du sie loslässt. Es gibt aber auch andere Energien, also auch andere Menschen oder ein Umfeld oder, also egal jetzt, ob es beruflich oder privat ist, es gibt aber da auch welche, die aber versuchen, dich in der Komfortzone zu halten und dir weiterhin einreden wollen, nein, es ist nicht leicht und es ist schwierig und wie willst du an all das kommen und warum willst du deine Träume leben? Bleib lieber hier in deiner Sicherheitszone, träum nicht zu groß und so. Und das sind diese beiden Energien und natürlich ist das auch wieder eine Spiegelung von dir selbst, dass diese zwei Energien in dir sind, dass du einerseits fühlst, ich will was Riesiges hier erreichen, ich möchte mir eine größere finanzielle Freiheit aufbauen, ich möchte beruflich hier wirklich was bewirken, ich möchte was Gutes tun für das Kollektiv, für mein soziales Umfeld, für mich selber, ich möchte die Welt verbessern. Und dann andererseits kommen aber wieder auch deine eigenen Ängste, die wieder sagen, was glaubst du, wer du bist, dass du das schaffen könntest? Warum glaubst du, dass du in diese Leichtigkeit kommst? Oder dann kommen so schlimme Glaubenssätze wie, ich habe das nicht verdient oder so groß zu träumen steht mir nicht zu oder was auch immer oder meine Talente sind nicht gut genug oder ich bin nicht gut genug. Also was auch immer du dir da an negativen, blockierenden Sachen einredest, diese zwei Seelen, also so das Gefühl, so diese zwei Stimmen in dir, die führen so einen Kampf. Also Kampf ist jetzt vielleicht ein zu schlimmes Wort, aber ja, manche von euch empfinden das vielleicht auch wirklich so, dass das so ein Kampf ist zwischen, ich habe meine Träume und ich möchte, dass ich die leben kann, aber andererseits weiß ich nicht wie oder
Mich hält irgendwas eben zurück, meine alten Muster, meine Ängste, meine Zweifel. Und das möchte aber nächste Woche wirklich weiter geheilt werden, weil es Zeit für dich wird, in diese hohe Energie zu gehen und in diese Wertigkeit, deinen Selbstwert zu erheben und dich auf Menschen zu fokussieren, die dich supporten und nicht mehr auf Menschen, die dich von Dingen abhalten wollen und dich kritisieren. Und genau das Gleiche gilt aber auch für dich und deinen eigenen inneren Kritiker. Nicht mehr so viel Macht dem eigenen inneren Kritiker zu geben, sondern viel mehr Macht deinen Glauben an dich selbst und an deine großen Träume und an deine Wertigkeit und dass du eine wundervolle Seele bist und dass du an deine Talente glaubst, dass du dem viel mehr Macht gibst als den eigenen Unsicherheiten und Zweifeln. Wow, wir schauen noch in deine letzte Orakelkarte. Da hast du das Sternenbad. Da geht es nämlich darum, dass bei dir was aktiviert wird in deinem Lichtkörper. Und ja, die nennen das hier immer so Crystal Grid. Also für mich ist das so ein bisschen wie so Sternenstaub. Und dass du dadurch in deiner DNA wird etwas aktiviert nächste Woche. Und das kannst du halt super auch natürlich mit unterstützen durch Meditationen, dadurch, dass du in die Ruhe kommst oder dadurch, dass du natürlich auch ein positives Mindset hast, dadurch, dass du dir positive Affirmationen sagst, dadurch, dass du genau Meditationen machst oder dich mit der Natur connectest und wirklich in deine heilerische Energie gehst, weil hier wirklich ein höheres Level aktiviert werden möchte. Und ich habe auch gerade gehört, bei dir soll der nördliche Mondknoten mehr aktiviert werden, so dass du aus deiner Komfortzone rausgehst und dich noch mehr auf den Weg begibst, hin zu deiner Mission, zu deinem Seelenweg. Wow, lieber Staffel 2, richtig deepes Reading. Ich wünsche dir eine wundervolle nächste tolle Woche. Ja, was da an Glück auf dich wartet und vor allen Dingen an Weiterentwicklung, ist ziemlich intensiv und wundervoll. Und schick dir ganz viel Love and Sunlight. Bis zum nächsten Mal. Lieber Stapel 3, herzlich willkommen zu deinem Wochenorakel mit dem Thema: Welches Glück, sorry, erwartet dich? Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem Pick a Card. Und du hast ja hier schon den Hierophant gewählt. Und bei dir bekomme ich so viel Lernen und Wissen aneignen rein und Bücher. Also bei dir kann wirklich nächste Woche dein Glück sein, dass du auf ein neues Buch stößt, was dein Leben verändert. Also auf jeden Fall deine Sichtweise. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Ich habe das in meinem Leben mit ein paar wenigen Büchern gehabt, wo, also die ich gelesen habe. Und danach, sie haben wirklich mein Leben verändert, meine komplette Weltanschauung. Und ich habe, also vor allen Dingen ein Buch habe ich, was unglaublich für mich ganz vieles verändert hat, wo ich danach auch wirklich meinen Lebensstil verändert habe. Also es war jetzt nicht nur, dass ein Bewusstsein sich verändert hat und ich über ein paar Dinge anders gedacht habe und sie anders kommuniziert habe. Nein, es hat auch wirklich dazu geführt, dass ich Dinge konkret in meinem Leben, Lebensstil verändert habe. Und ich bekomme diesen Vibe für dich hier nächste Woche rein, dass das der Fall ist, dass du ein Hörbuch hörst oder eben ein Buch liest oder einen Artikel oder ein Video siehst. Was dein Leben verändert, deine Einstellung verändert und also genauso wie bei mir damals, es wirklich dazu führt, dass du Dinge auch wirklich in deinem Alltag anders machst. Und es kann auch sein, dass du nächste Woche einen neuen Mentor, eine neue Mentorin findest, die dich unglaublich bereichert, also online oder auch offline. Das kann natürlich jemand sein, der das wirklich beruflich macht oder der das hobbymäßig vielleicht auch ein Creator online ist. Es kann aber auch sein, dass du diesen Menschen persönlich triffst und der das beruflich gar nicht ausübt, aber für dich
ein Mentor, eine Mentorin wird, weil du dich mit diesen Menschen anfreundest oder weil es vielleicht auch eine neue romantische Verbindung ist oder eine neue berufliche Verbindung, wo du aber so ein freundschaftliches Verhältnis hast, wo du wirklich merkst, wow, dieser Mensch dient für mich wirklich als ein Mentor, eine Mentorin. Von diesem Menschen kann ich so viel noch lernen. Und dass nächste Woche die Zeit gekommen ist, diesen Menschen kennenzulernen. So, oder es wird dir online wirklich jemand Neues angezeigt, von dem du absolut fasziniert bist, von dieser Person. Für andere sehe ich aber auch hier oder fühle ich auch sehr viel, dass du vielleicht gerade dich für eine Prüfung vorbereitest und selber sehr viel lernst. Na, also genau das bekomme ich noch so rein. Oder dass du dich für einen neuen Job entschieden hast, den jetzt neu beginnst und da sehr viel Neues lernst. Oder eben für eine Ausbildung, Weiterbildung, für ein Seminar, für ein Studium. Das bekomme ich auch für den einen oder anderen rein. Und dass du deshalb halt auch dich sehr viel mit neuen Inhalten beschäftigst. Für andere ist es, dass du selber diese Position hast, beruflich ein Coach, ein Mentor, spiritueller Leader, wie auch immer in der Führungsposition bist oder da jetzt immer mehr reinkommst und dass du auch nochmal selber vielleicht dein Wissen, dein Bewusstsein veränderst, weil du selber neue Inhalte bekommst, aber die auch weitergibst und damit anderen Menschen unglaublich hilfst. Schauen wir weiter. Du hast hier Saturn mit dem Gefühl, beschränkt zu sein, zu strugglen und dass das Lernen harte Arbeit ist und das Geduld erfordert. Also, dass es Geduld erfordert. Und es kann ein Gefühl von dir sein, was du aktuell schon hast, aber auch nächste Woche, dass du das Gefühl hast, okay, manche Sachen umzusetzen oder neu zu lernen, gerade wenn du dich vielleicht auch für eine Prüfung vorbereitest, ist harte Arbeit, ist anstrengend und dass du vielleicht da auch ein bisschen mit struggles, weil du dich vielleicht dann auch nicht so gut konzentrieren kannst oder weil du das Gefühl hast, irgendwie, ich fühle mich gerade in der einen oder anderen Hinsicht blockiert oder genauso. Hat jetzt nichts mit Lernen zu tun, dass du vielleicht ja dir neues Wissen aneignest oder über eine Herausforderung in deinem Leben nächste Woche viel nachdenkst und du erstmal dich immer noch so fühlst, ich finde die Lösung nicht. Ich fühle mich hier irgendwie immer noch, dass das schwierig ist, dass ich irgendwie Geduld aufbringen muss, um irgendwie mein Bewusstsein da zu verändern. Krieg da auch so ein bisschen Vibes rein. Dass du zum Beispiel selber weißt, dass du gewisse Blockaden hast. Also ich kriege hier viel rein mit Selbstwert, aber auch mit Geld. Und dass du dich aber selber über dich ärgerst, dass du diese Blockaden zwar erkennst, dass du sie hast, aber nicht weißt, wie du sie auflösen sollst und dass du so leid bist, dass das weiter dein Leben begleitet, obwohl du halt denkst, ja, aber ich müsste doch schon viel weiter sein, weil ich habe es doch erkannt, hier ist eine Blockade oder ich kenne den einen Glaubenssatz oder ich weiß, dass ich mit meinem Selbstwert irgendwie immer noch nicht da bin, wo ich sein möchte, aber es dich mittlerweile, ja, dich einfach strugglen lässt, weil du dir so denkst, ja, aber wie soll ich das auflösen? Warum geht diese Blockade nicht weg, obwohl ich ja weiß, dass ich sie habe und ich versuche vielleicht das eine oder andere auch schon. Und da möchte ich dich ermuntern, weil wir haben ja geschaut, was ist das Glück nächste Woche. Ich habe im Gefühl, dass du etwas liest oder dir jemand etwas sagt, du etwas hörst, was dir hilft, diese Blockade, diesen Struggle aufzulösen. Und da kommt eine Lösung nächste Woche für dich. Wow, schauen wir weiter. Du hast Mata Hari mit Unvoreingenommenheit. Ich bleibe bei mir und widme mich dem Kunstwerk meines Lebens. Wow, und das ist so wieder da rauszugehen aus dieser Struggle-Energie, da rauszugehen aus diesem Glaubenssatz, es ist schwierig, es ist hart, ich muss lange, lange was dafür tun und es aus einer anderen Sichtweise zu sehen. Dass jeden Tag dein Leben ein einziges Kunstwerk ist, dass es ein Wunder ist, dass diese Erde überhaupt existiert, dass das Universum existiert, dass du selber ein Wunder bist, wie magisch du selber bist und dass du jeden Tag so etwas Wundervolles, Kunstvolles erschaffst,
auch wenn du das ganz oft nicht siehst. Und dass eben auch andere Menschen, also egal, jedes Buch auf dieser Erde ist ein Kunstwerk, jeder Text ist ein Kunstwerk, jedes Video ist ein Kunstwerk, du und dein Körper, ihr seid ein Kunstwerk. Jedes Gebäude auf dieser Erde ist ein Kunstwerk, auch wenn wir das vielleicht nicht unseren Geschmack trifft jedes Mal, weil jeder ein ganz anderes ästhetisches Empfinden hat. Aber am Ende des Tages ist alles, was wir hier, also was im Universum erschaffen wurde, egal jetzt, ob es die Erde ist mit der ganzen Natur, Fauna und Flora, oder was wir Menschen auch wirklich erschaffen haben, ist ein Kunstwerk. Und ich glaube, du darfst da viel mehr reingehen, um in so eine positive, höhere Schwingung zu kommen, wenn dich wieder was runterzieht, um eine andere Perspektive einzunehmen. Und eben da in diese Dankbarkeit eher zu gehen, zum Beispiel jetzt, wenn du zum Beispiel gestresst bist und dir denkst, ja, ich habe jetzt hier eine Blockade und ich möchte die auflösen. Geh doch erstmal in die Dankbarkeit, dass du überhaupt weißt, dass du eine Blockade hast oder dass du einen negativen Glaubenssatz hast. Weil schau dir die Welt an, wie viele Menschen verstehen das nicht und werden das auch in ihrem ganzen Leben niemals herausfinden, dass die überhaupt Blockaden haben. Also da schon mal voll in diese Dankbarkeit zu gehen, wow, ich darf dieses Bewusstsein haben, dass ich an meinen Themen arbeiten darf, dass ich Dinge überhaupt erkenne. Und das, dann darfst du das ja auch weiter umdrehen, dass du dich mal an all das erinnerst, was du schon alles bearbeitet hast, was du alles schon geheilt hast. Und ich weiß, ich liebe hier meine Community, weil ich ja in den Kommentaren lese, was ihr auch schon in eurem Leben gemeistert habt oder wer ihr seid, was ihr gemacht habt, was ihr für eine Energie habt und was ihr für ein Bewusstsein habt. Ihr habt ja hier schon unglaublich viel gemeistert im Leben. Du hast in so vielen Dingen, was du schon erfolgreich hast, Lernaufgaben gemeistert, hast selber Kunstwerke erschaffen, hast beruflich was erschaffen, hast privat was erschaffen und es ist für jeden hier was anderes, aber du darfst darauf so stolz sein. Oder eben auch überhaupt diese Freiheit zu haben, dass du dich ja auch entscheiden kannst, welches Buch du liest oder welche Ausbildung du machst oder welche Weiterbildung oder dass du überhaupt ein Seminar gebucht hast, was dich weiterbringt, da in diese Dankbarkeit reinzugehen, anstatt in diese Eingeschränktheit, was dich dann daran vielleicht nervt oder was dich zum Struggeln bringt. Mit dem Gedanken kommst du halt nicht weiter, sondern es aus dieser anderen Sichtweise zu betrachten. Wir schauen noch in deine letzte Karte. Wow, und da hast du die 7 Sternenschwestern mit, dass es darum geht, dass du Kreationen wirklich gebärst und dass du dich ausdrückst. Und dass das halt auch einfach dieses Wundervolle im Universum ist, wir erschaffen alle, wir kreieren, wir sind alle eine Kreation und du bist so ein wundervolles Wesen und kannst hier neue Dinge erschaffen. Du kannst für dich ein neues Bewusstsein erschaffen. Du kannst aber auch im Außen einfach für dich, egal was es ist, ob es jetzt ein bestimmter Job ist, den du wahr machst, weil du darin arbeitest oder ob es eben selber künstlerische Dinge sind, die du erschaffst, egal ob es ein Lied ist, egal ob es ein Gemälde ist, egal ob es ein Video ist, egal ob es eine Grafik ist, was es auch immer jetzt für jemanden ist, du kannst das alles erschaffen und kannst ja freiwillig wählen, was möchtest du hier erschaffen und wie möchtest du dich ausdrücken. Und darum geht es irgendwie nächste Woche, weil auch der Hierophant ist ja auch eine Karte, deinen Seelenweg zu gehen, wirklich ein Leben zu führen mit Sinn, was dir Sinn gibt. Und das muss keinem anderen Menschen auf dieser Erde einen Sinn geben, wird es sowieso, weil wir ja alle miteinander verbunden sind. Aber in erster Linie darfst du ja schauen, wonach ruft meine Seele, was ruft sie? Was für ein Talent, was für eine Fähigkeit habe ich und wonach habe ich eine Sehnsucht? Weil das ist immer verbunden mit deinem Seelenweg. Es ist immer der Ruf deiner Seele, etwas Bestimmtes zu machen, dich auf einen bestimmten Pfad zu bringen und hier etwas Bestimmtes zu kreieren. Und das ist für jeden ja etwas anderes. Nächste Woche, es war in allen 3 Stapeln, nächste Woche wird richtig deep und richtig transformierend. Und es geht hier wirklich um eine tiefere Ebene
von deinem Lebensseelenweg. Wow, lieber Stapel 3, ich hoffe, dir haben die Botschaften gefallen. Ich freue mich über dein Like, dein Abo und dein Kommentar. Schick dir ganz viel Love and Sunlight, wünsche dir eine wundervolle Woche und bis zum nächsten Mal.